So. Hier können wir hier nochmal hingehen, gucken, was wir hier so finden. Ob ich das mal ihn mal heilen sollte. Okay. Guck ich hier hin? Hier ist eine Brücke rein. Da eine Brücke eingezeichnet, hätte ich mal hier hingehen sollen. Ach verdammt, da ist mich verlaufen. Na, muss ich nochmal zurück. Muss nochmal zurück. Habe ich da. Ich dachte, er war da überzeugt, dass da eine Brücke ist, weil hier so eingezeichnet ist. Aber hier ist nichts. Naja, egal. Hätten wir manche Kämpfe auch vereinfachen können, wenn ich hier öfters mal das einsetzen würde. Aber das ist auch nicht so schlecht, aber das ist nicht so schlecht. Für alle Fälle, ne? Wenn man Probleme haben mit Feinden, können wir einen mit euch erledigen, auf schnelle. Ah, naja. Da sind wir auch wieder welche. Toter Zauberer. So. Rebellenkillentöter. Aha. Noch einer hinter. So. Also. Vor allem was Zell an Sprüchen raushaut, sind die mittlerweile echt überragend. Auch wenn nicht mehr alle damit verwundbar sind, aber wenn ich nur dran zurückdenke, habe ich gedacht, wie kann ich den Tell eigentlich irgendwie einsetzen? Und einen Ring, Signet. So. Oh, hier gibt es auch eine Steamcraft-Armor, nett. Riese Kiste mit einer Reiterrüstung. Noch ein Ring. Manche ohne irgendwelche Attribute. Meist nicht so interessant, muss man mal so sagen. Ist meine Meinung, dass das nicht sehr interessant ist. Und ja. Okay. So. Mal gucken, was haben wir jetzt hier? Jede Menge Ringe auf jeden Fall erhalten. Neue Rüstungen. So, was haben wir hier? Ein Wrapper, Protection 26, 62, wäre natürlich ideal. Erst Teamcraft Armor, Protection 60, Level 37. Auch dieselbe jeweils. Dann kann ich eine weg rübergeben. Eine kann ich rübergeben an Tori. Ist mal klar. Hier noch. Das ist nicht so spannend. Jede Menge Signets hier. Movement Speed 14. Das kann Dinges gebrauchen. Accuracy 32. Build plus 10. Was hab ich eigentlich für Ringe hier? Attack Speed und kritische Chance. Echo Racy. Habe ich hier auch einen Ring für. Echo Racy kann er auch gebrauchen, ne? Eigentlich. Attack Speed 32. Hat er noch. Er braucht sowas nicht. Ich lege gerade mit diesem Ring, was ich mit denen anfangen soll, ganz ehrlich. Das ist zweimal derselbe noch. Auch das noch. Bild plus 10. Was hat denn? Was hat denn bei Iva? Ah, der ist gar nicht so gut teilweise, ne? Auch gut, dem einen gut an die andere Resistenz gegen Wasser und gegen Luft. Ah. MP, wozu brauche ich den? Keine Ahnung, 48 ist auch nix. Ein Spruch vielleicht, ja gut. Accuracy 32.
Den kann man irgendwie gebrauchen, bin ganz sicher. Movement Speed 14. Wäre was für ihn. Ich glaube, ich gebe ihm den auch. Mein Movement Speed ist mir bei ihm so wichtiger, weil er ein bisschen aus dem Kreuz kommen muss. So, hier haben wir ein Zeug hier. Was schon ausgerüstet. Protection 50 wo die Balten. Lamella Armor. Medium Armor. 60. Und 61. Aber oh, brauchen wir nicht mehr. 83 Heavy Armor. Aber hier haben wir nur 87er. Kann, dann brauchen wir alles gar nicht. Na gut. Okay. Halt noch ein Schild. Ein Schild war da auch noch. Das war nix. Das war nix. Gott. Das soll jetzt hier fertig sein, ne? Das können wir jetzt wohl langsam wieder dahin, wo eben waren. Wo wir jetzt den Umweg machen mussten. Ja, sieht doch ein bisschen hin hier. Diese Höhle hier. Aber wird ja mal Zeit, dass wir mal reinkommen in diese Dinger. Haben wir bisher nur einen gehabt, so auf dem Weg hierher. Mal auf du spielst. Halt diese geile Passage der Katzen. So. Na gut, ihr ist nicht mehr ganz so langsam, aber da geht noch ein bisschen was. Ach, noch. Na, da muss man die wieder wegräumen. Was spricht er wieder nicht? Der spricht denn nicht? Ich hab keine Ahnung, wieso er das nicht macht. Muss ich vielleicht so wegräumen, naja. Mach ich lieber doch so auf Ferkel Art und Weise. Machen wir das. Du heilst dich auch selber. Also, wieso funktionieren diese Sprüche nicht hier? Diese hier. Wieso gehen die nicht? Da tut er nichts, wenn ich die anwähle. Was ist das denn? Warum? Das ist echt eine blöde Frage, aber wieso gehen die nicht? Wozu brauche ich die dann überhaupt? So. Ja, okay. Mana Potion könnte Laiva gebrauchen, aber die hat genug Tränke auch bei sich. Aber müsste jetzt aber halt bald am Ende sein. Oh, Stony Archmage Loves. Ja, interessant. Klingt vor allem für die unsere Zauberer geeignet. Noch ein Schild. Dass wir alles rumschleppen müssen. Im Spiel. So. Den auch bitte. Und. Ach, noch ein Schild. Was ist das denn hier? Ja, Feinde. Stony Archmage Loves. Intellect plus 15. Magical Damage 48. Coole Sache. Wer kann das brauchen? Teil? Ja, yep. Tell kann die gebrauchen. Tell ist ganz gut dafür. Tell ist gut dafür. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Riemenge Schilde. 20, 21 und 22. HP und MP. Ich hab noch einen 21er hier. Wir haben hier noch einen 22er. Jetzt sind 22er und noch 24er sogar auf Vorrat. 19er und 21er. Das heißt, hab ich noch einen 21 habe ich auch noch. Wenn ich mir aussuchen, wenn ich jetzt das übergeben will, ja. Die brauche ich nicht grundsätzlich, aber das kann ich jetzt übergeben an wen? An Tell. An Tell. Ja, warum auch nicht. Okay. Feuerdämon. Und Sukubis. So.
Ja, hier raus aus dem Feuer. Autsch. Wo ist er denn wieder rum? Warum ist der... Na also. Er hat irgendwie überlebt jetzt. Wie auch immer. Keine Ahnung, aber... Ja, gut. Hab irgendwie überlebt. Ich kann dich mal selber heilen, denke ich. Irgendwann eine gute Idee. Hat bei ihm noch ziemlich lange gedauert, bis er die hat, aber die Zeit muss sein. Eigentlich das bei ihr. Naja, egal. Also das Mana lädt sich so schnell auf. Auch gar nicht mehr, hat sich auch schon geheilt. Naja, gut. I love to just rest and not do anything. But perhaps you'd prefer a more active relaxation. Aha. Jemand mag es geil zu tun. Was ist da los? Ja, okay. Ach Gott, warum hier? Ach, komm ich auch nicht hier rüber, ja? Ach, deswegen war dieses Phantom da. Es gibt nur diesen einen Weg. Ich glaube, wir sind nur in Sackgassen hier die ganze Zeit. Noch ein Ring. Also, im ganzen Spiel gab es keine Ringe und jetzt gibt es hier welche, ja? So sieht's aus. Talisman of Earth. Aha. Ein Talisman. Gibt auch selten. Ja, dann müssen wir jetzt wohl doch den langen Weg wieder rumlaufen. Ach, wie doof ist das. Komm doch her, das komm ich nicht hin. Dragon Boots und Dragon Gauntlets. Die müssen wir wahrscheinlich auch anziehen, vermute ich. Also das heißt, wir Victor Roy gar nichts mehr sammeln, weil der sowieso jetzt... Ja, mal gucken, ob die den Victor hinfinden. Ich bin da nie so ganz sicher, aber... Naja, gut, gehen wir jetzt da jetzt hin. Wir hätten natürlich an den Phantom auch vorbeikämpfen können, aber... Wir hätten das lieber so gemacht. Haben wir eh alles jetzt erkundet hier, was es hier zu tun gibt. Ganz viel, muss man sagen. Weil Kämpfe doch ziemlich anspruchsvoll sind hier. Ist ein bisschen so schwieriger geworden. Grundsätzlich, wenn man immer Fernkämpfe hat, das ist nicht so das Problem, dass man... Man hat jetzt keine Gefahr von wegen Game Over oder so, aber... Naja. Ach, Tori. Ach, Tori ist immer noch ein bisschen schneller als Ian, aber... Nicht mehr ganz so groß, der Unterschied. Okay, jetzt gehen wir hier rein, ne? Phantom haben wir weggeräumt. Das ist ja jetzt auch, hat sich hier jetzt aufgelöst. Wollen die von uns? Raus hier, raus hier, raus hier! Ach! Ja, wie war dein? Wie ist das denn? Kommen wir nicht dran, ne? Nee. Wer ist denn da sozusagen angeschlagen? Ah, verdammter Mist. Wir haben hier keinen Trank gebraucht, aber... Taylor hat sich mal selber geheilt, na, wie es halt so ist. Wie es auch nochmal.
So. Und dort auch nochmal bitte. So, das geht auch ziemlich schnell hier. Eva ist hier sehr interessant. Ja. Hier auch noch und nochmal rein da. So. Ja, diese Flächenangriffe sind mir übel, aber jetzt habe ich keine Chance mehr. So. Okay. Ja, die Kämpfe sind etwas schwieriger geworden hier. Auf jeden Fall, aber mal, es wird aber Zeit, wie gesagt. Wenn man jetzt am Ende des Spiels, dann muss ich ja irgendwann mal schwieriger werden. Aber. Naja. Okay. Oh, ein Diamant. Na, auch seltenes Gut. Haben ja auch genügend Geld. So ist es ja nicht. So, aber halt mal lange. Aber folgen wir mal jetzt hier noch rein. Okay, hier ist auch nichts. Gut. Oh, gucken wir hier so finden. Ich glaube nicht, dass wir die einfach so nehmen können, die Dinger. Oder? Oder doch, wie sieht's aus? Dragon Gauntlets. Und Dragon Boots. Task completed! A new task was received. Dragon Servant did not lie to you. These really are keys. When you touch them, I sense the path. As if the guiding lights in the fog move and show the right route. Tell, are you up to your old games again? I don't know a thing about this. What path did you sense? Tell, patiently, but with not a with was, but with notable push. Short paths like the ones I was telling you about. Come on, remember how I was finding my way to the lands of the Air Mages on my own? Or how we got to the Midworld in the first place? Paths are special routes, shortest lines between far-off points. As if you took a road map and rumpled it so that different points begin to connect to each other. This path leads to the catacombs under the Babshi Castle, the next elements of Dwang's armor. They are open for us now. Tell makes a pause, as if thinking something over intently. It looks like I could let us through this passage. It will take only a couple of minutes. What do you think? Catacombs of Babshi Castle. We were very close to them. What kind of place is that? I know just a little myself. As we were passing by, the entrance was closed. I sensed an old fire magic, but I made no reckoning of it. A very spooky place it is. Lifekill launched there once. Dreadful weapon. Everything looked scorched, but all over the place. The defenders hid in the catacombs, only to meet the slow death from still other toxic mixtures blended by the alchemists of the Earth Clan. The poison has withered by now, but the dead have found no
no peace. I heard some gang tried a few years ago to sneak into the dungeon, lured by rumors about Dwang's treasures, and never came back. I remember. Torgas Molds. That's what they called themselves. Werewolves obsessed with ancient treasures and other crap. The dwarf chews his own lip thoughtfully, his face expressing grave doubt. They say they now guard the riches they were trying to steal. Let me think. Let's first get through with our business in the dungeon. Collect trophies and all, and then think about secret paths. As you say. But we better not stay here too long. For too long, okay? We don't have much time, I'm afraid. Okay, we have found Dwang's boots and gauntlets. I've got Dwang's boots and gauntlets, and I can set off to find the next piece of the armor set. According to the Dwang worshippers, this is going to be Dwang's helmet. Find Dwang's helmet. A Dwang worshipper told me about the armor of the last dragon. Its parts are stored in the dungeons of destroyed dragon castles. This armor has retained the power of its last owner and could be much useful in my travel. Dwang's helmet lies in catacombs under the ruins of Outskirt Castle. I will be able to enter this dungeon only when I get Dwang's boots and gauntlets. Ja. Wo muss ich jetzt hin? Warum die sich jetzt hier geöffnet? Keine Ahnung. Mit Tel kann ich nie mehr reden. Ja gut, da gibt's ja wohl keinen. Bin doch erst fertig hier. Wir müssen aber hier wieder raus. So sehe ich das. Na dann. Müssen wir jetzt hier mal hier raus wieder hier. Noch Schubkarren. Gibt es eine Abkürzung dahin? Was wäre passiert, wenn ich gesagt hätte, ja, ich will da jetzt hin? Aber hier sehe ich nichts. Hier ist kein weiteres Portal oder so. Also nicht geöffnet. Oh. Okay. So, haben wir die ersten Sachen schon erfüllt. So, Dragon Gauntlets, Protection 14, Agility 30, Attack Speed 50. Ja, ich muss das ja so anziehen, ne? Wenn man nur betrachtet, muss ich das so anziehen eigentlich. Dragon Boots, auch wenn er, weil es gerade viel besser ist. Was soll ich da wirklich mal anziehen? Nehmen wir mal die Rüstung komplett als Victor. Ja, ist das eine gute Idee? Oh, ich speichere da nochmal ab. Okay. Dwang Worshippers, ja, alles klar. So. Babshi Castle wäre nächste. Da müssen wir mal immer hinkommen. Gibt's auf keinen anderen Weg, aber wie? Kann ich mich da nicht hin teleportieren? Sollte irgendwie darauf hin, als gäbe es da irgendeine Abkürzung, aber. Ja, jetzt wohl nicht mehr. Ja, immer müssen wir hier die Gruppe wieder zusammenbringen und dann. Sind wir hier fertig schon? Was heißt schon? Hat lange halt gedauert. Das erste zu erfüllen. Erst abzuschließen. Aber, ja. Haben jetzt die erste Ausrüstung gefunden vom Drachen und sind an dieser Stelle auch fertig. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Deswegen sage ich auch: Denkt in die Kommentare und an die Bewertungen. Und ja, beim nächsten Mal machen wir entsprechend dann hier weiter. Und deswegen sage ich: Ja, danke fürs Zusehen.
Und bis zum nächsten Mal.